Tada! Nanu, was ist denn da los? Keine Zeit für lange Erklärungen. Nimm das und verschwinde von hier. Ein zweiter Simon? Beeil dich! Was muss ich damit tun? Wackel einfach mit den Ästen. Okay. Fast. Wir kommen der Sache näher. Ah, mittelprächtig. Aha. Oh, es kommt nicht jeden Tag vor, dass einem so etwas passiert. Nun, wenigstens bin ich jetzt frei. Ich frage mich, was mit dem anderen Simon geschehen ist. Ja, was mit Alex ist, interessiert ihn auch einen Scheiß, ne? Aber das mit dem anderen Simon ist natürlich ein bisschen merkwürdig. Was macht denn der zweite Simon hier bei uns? Aber das werden wir natürlich noch mitkriegen. Wir sind jetzt erstmal vor dem Goblin Camp, vor dem uns Lionel Richie vorhin abgeworfen hatte, was auch verständlich war, weil Simon mal wieder nicht allzu freundlich war. Gehen wir doch mal rein, ne? Bisschen die Gastfreundschaft genießen? Ja? Freund oder, hey, Snot! Was wir sagen immer? Nun, Freund oder, Feind? Aha, du geben es also zu. Ich es auch gehört. Tu nicht kommen hier herein. Aber ich... Wir nur folgen Befehle. Du verschwinden. Ein etwas ungünstiger Gesprächsverlauf. Tja, die beiden sind ja also die ganze Zeit und pennen, aber sobald wir vorbeigehen, wachen sie pünktlich auf, wie das eben immer mit dem Bösen so ist. Aber wir haben schon gesehen, eine wichtige Sache, die haben Becher vor sich. Und jedes Mal, wenn sie wieder einschlafen, trinken sie aus den Bechern. Das gilt es zu bedenken und wir gehen so lang mal weg, denn hier können wir jetzt erstmal wirklich nichts tun. Und da haben wir die Übersichtskarte für das Tal der Verdammnis. Hier wollen wir rein in Sordids Festung. Der Eingang ist hier unten mit, am Ende des Goblin-Lagers. So, aber wir haben noch ein paar andere Orte, und zwar den dunklen Wald, den wollen wir uns gleich anschauen, den Vulkanrand. Aber zuallererst gehen wir in die... Nein, wir gehen nicht zuerst dorthin, wir gehen zuerst in den dunklen Wald, würde ich sagen. Ich frage mich ernsthaft, wie der jetzt nun wieder hierher kommt. Und da ist er schon wieder, der kleine Junge. Er hat offenbar mit dem... Er frisst Steine, okay. Offenbar hat er mit dem Ballon eine falsche Abbiegung genommen und ist auch irgendwie hier gelandet. Ich frage mich nur, wo er seinen Ballon gelassen hat. Na gut. Schauen wir uns das erstmal an. Er scheint hungrig zu sein. Oh, gut zu wissen. Hast du irgendetwas zu sagen? Natürlich nicht. Putzige Musik. Hungrig, hä? Kann ich dein Vergrößerungsglas haben? Blödfrosch. Gut, Simon möchte also das Vergrößerungsglas. Wir wissen noch gar nicht warum, aber das wird sich gleich noch klären. Da kommen wir auch noch ran. Aber wir müssen dem kleinen Jungen dafür etwas zu essen besorgen. Es ist nicht ganz ein Tausch, würde ich jetzt nicht sagen. Aber das werden wir noch sehen. Jetzt sehen wir erstmal jemand anderen wieder, den wir in diesem Teil noch nicht gesehen haben. Aber im ersten Teil, es sind liebe Freunde von uns. Denn es sind... Na? Es scheint niemand hier zu sein. Doch, doch. Kann ich dir... Die Holzwürmer! Hä? Wer hat das gesagt? Wir sind hier unten auf der Theke. Oh nein, schon wieder diese dummen Sie Holzwürmer. Sie sind zurück. Suchst du etwa Ärger? Halt dich zurück, Rocky. Habt ihr gehört, wie er uns genannt hat? Dummer Holzwürmer, hat er gesagt. Als ob er etwas Besseres wäre. Ich bin sicher, er hat es nicht so gemeint. Er wird gleich selbst dumm aus der Wäsche schauen, wenn ich mit ihm fertig bin. Er wird eine Woche lang seine Zähne zusammensuchen müssen. Sie sind zurück und vor allem der Redesführer ist aufmüpfiger denn je. Ich frage mich nur, wie sind die ausgerechnet hier gelandet, ne? Entschuldigung, Jungs, ihr habt mich ehrlich überrascht.
Auf Leute wie dich hat die Volksfrunst der Holzwürmer gerade noch gewartet. Alle Macht den Holzwürmern! Wir sind schon viel zu lange unter dem Gewicht der Unterdrückung durch die humanoide Rasse zerquetscht worden. Und unter dem Gewicht ihrer Schuhe. Wir wollen eine Veränderung. Und wir wollen sie jetzt. Die Volksfront der Holzwürmer ist auch sehr schön. Ob es auch eine holzwürmische Volksfront gibt? Wer weiß. Es wären dann wahrscheinlich ganz schöne Spalter. Worauf auch immer ich damit dich anspielen möchte. Gut, was haben wir denn noch so? Welche Art von Veränderung soll es denn sein? Welche Art von Veränderung meint ihr? Los, Fred! Ja, okay? Lies ihm die Holzwurmforderungen vor! Erstens, das Recht für Holzwürmer als Volk anerkannt zu werden. Zweitens, das Recht für Holzwürmer an Wahlen von nationaler Bedeutung teilzunehmen. Drittens, später. 108, die Abschaffung von Insektiziden. 109, die Errichtung von Holzwurmzonen in allen großen Städten. 110, sehr viel später. 540, die Errichtung von vogelfreien Zonen in jedem Wald und in jeder Stadt. 541, der Verkauf von Schuhen nur noch mit Schaumstoffsohle. Sehr, sehr viel später. 999, die Lehre des Holzwurmens in allen öffentlichen Schulen. Danke, Fred! Hast du alles verstanden? Auf jeden Fall! Hey! Was? Wo? Wer? Hast du alles verstanden? Eines muss man ihnen lassen. Sie haben das Zeug zu großen Politikern. Hast du irgendetwas dazu zu sagen? Ist super, ich unterstütze euch auf jeden Fall. Hier. Wie wollt ihr es denn erreichen? Wie wollt ihr diese Veränderung denn erreichen? Wir haben eine Petition verfasst. Sollte sie abgelehnt werden, müssen wir zu härteren Maßnahmen greifen. Und was? Dann werden wir zur Demonstration aufrufen, vielleicht sogar zu einem nationalen Streik. Wen würde das überzeugen? Willst du damit sagen, dass wir keine ökonomische Rolle spielen? Was tut ihr? Er behauptet, wir wären nutzlos. Richtig! Rocky, denk an deinen Blutdruck. Komm schon, Rocky, zeig ihm, was eine Hake ist. Jawohl, so gib eine rein, die er sein Leben lang nicht vergisst. Aber, wir haben uns alle 999 Punkte des Positionspapiers angehört. Das muss doch gut sein, oder? Versucht er zu scherzen? Komm schon, Kumpel, Queensberry-Regeln! Was? Jetzt kommt der rechte Gerade, pass auf! Rocky, Gewalt löst keine Probleme. Gib zuerst unserer Petition eine Chance, bevor wir härtere Maßnahmen ergreifen. Du hast recht, du hast recht. Du hast Glück gehabt, Kumpel. So ein Glück. Ich bin so froh, dass ich nicht verprügelt wurde von einem Holzwurm. Wie kommt es, dass ihr sprechen könnt? Wir haben schon immer gesprochen. Die Menschen nehmen sich nur nicht die Zeit, uns zuzuhören. Viele von euch haben etwas Besseres zu tun. Na, so ein Glück, wenigstens ich euch zu, aber ihr wollt mich ja vergraulen, da kann ich ja dann auch nichts für, ne? Kenne ich dich nicht von irgendwoher? Keine Ahnung, für mich sehen die alle gleich aus, obwohl ich mich wahrscheinlich an so einen bekloppten Hut erinnern würde. Na gut, der Hut aus dem ersten Teil sah aber so ähnlich aus, würde ich sagen, ne? Genug geschwätzt, was geht hier eigentlich vor? Nun, das hier ist eine Versammlung unserer extremistischen Untergrundbewegung und sie ist streng geheim. Wir diskutieren gerade unseren Platz in der Gesellschaft. Was macht ihr da? Nebenbei schnitzen wir außerdem Holzsouvenirs für Touristen. Möchtest du eins? Extremistisch sind sie sogar jetzt schon, wa? Na schön, was soll es denn kosten? Es ist umsonst, du musst nur das Holz stellen. Das Zeug, das hier rumliegt, ist fürchterlich. Gut, wir müssen also Holz für die Holzwürmer besorgen. Ich sehe mal, was ich tun kann. Weil wir so gute Menschen sind. Nein, das wird natürlich auch noch einen Nutzen haben, dass wir uns da was draus herstellen lassen können. Kommt noch. Erstmal gehen wir weiter den Weg entlang und verschwinden in dieser Höhle, denn hier gibt es auch noch wundervolle Grazien zu betrachten. Wer ist da? Es ist der Junge.
einfach, weil ich auf Hunger. Das sagte ich doch. Es ist ein Hund. Oh, hallo. Wer ist da? Wer ist da? Im Farbe-Wuffelweiß. Ein Hunger, der dich an Zaubermacke gefallen. Hier ist ein Junge, der wie ein Zauberer gekleidet ist. Ein Junge? Wo? Ah, mein Fell. Was? Was hast du gesagt? Das geht bestimmt noch ewig so weiter. Ja, meine Ohren, ich geh mal raus. Oh, ich geh mal kurz raus. Meine Ohren bluten auch schon, vor allem von der mittleren, von der Tauben. Oh, die ist so anstrengend, ihre Stimme. Ja, die drei hier, das ist die Simon the Sorcerer-Version der Greien. Wer die Greien nicht kennt, die sind drei bezaubernde Damen aus der griechischen Mythologie, kommen in der Geschichte des Heroen Perseus mit vor. Perseus ist ja derjenige, der die Medusa geköpft hat. Und mit der Medusa war das Problem, er hatte das ja als Auftrag bekommen. Und er wusste gar nicht, wo die Medusa ist. Also er sollte die Medusa töten, wusste aber gar nicht, wo er die finden kann. Und deswegen ist er zu den Greien gegangen. Denn die Greien, die sind Schwestern der Gorgonen. Und die Medusa ist ja eine der drei Gorgonen. Und sind die einzigen... Ja, schwebt eine Runde, Simon. Während ich ja so einen kleinen kulturellen Exkurs gebe. Und die Greien sind die einzigen, die wissen, wo die Gorgonen zu finden sind. Ja, mit dem Original-Greien ist es so, die sind halt alte Frauen, die sich alle zusammen ein Auge und einen Zahn teilen und ansonsten halt keine Augen und keine Zähne haben. Und Perseus hat beides an sich gebracht und hat dann damit gedroht, es wegzuschmeißen, wenn sie ihm nicht verraten, wo er Medusa finden kann. Sie haben es ihm verraten, er hat den Zahn zurückgegeben, aber das Auge hat er in einen See geworfen, sodass die Greien danach tauchen mussten. Und so die Waldnymphen in der Nähe von dem Gestank befreit wurden. Ist das nicht schön? Ja, also das sind die Greien im Original. Die Greien hier, die können eine nicht reden, eine nicht hören, eine nicht sehen. Ja, was das zu bedeuten hat für uns, wir finden es heraus. Jetzt wird nicht jongliert hier. Der Zauberjunge ist zurück. Was willst du, Junge? Schaust in die falsche Richtung. Wirklich? Ja, wirklich. Besser. Auf jeden Fall. Nun, es ist okay. Was willst du hier, Junge? Ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was wir hier wollen, aber wenn es uns schon so angeboten wird, nehmen wir doch ein bisschen Zaubertrank mit, nicht wahr? Ihr habt nicht zufällig etwas Zaubertrank für mich? Wir sind gerade dabei, einen anzusetzen. Es ist ein Umfangsprozess. Wie bitte? Ich habe hier irgendwo einen besonders großen. Hä? Man könnte. Die meisten schlucken sie aber lieber. Wovon zum Geier faselst du? Wovon sprichst du? Ist das wieder eine dieser altmodischen griechischen Legenden? Wir sind die drei Gewitterhexen. Wir sind berühmt, da eine von uns schlecht sieht, eine taub ist und eine keine Zähne hat. Ja, wie ich es schon erwähnt habe, die drei Gewitterhexen sind es in diesem Falle also. Na gut, von mir aus. Das klingt ein bisschen lächerlich. Nun ja, die Hexerei ist heutzutage ein schweres Geschäft. Man muss sich schon irgendwas Besonderes einfallen lassen, wie dem auch sei. Warum hast du das Versteck der drei Gewitterhexen aufgesucht? Und falls dein Name Perseus ist, dann verschwinde wieder! Hier sind schon seit Jahren keine Gorgonen mehr aufgetaucht. Sehr schön. Ja, ich habe ehrlich gesagt wirklich keine Ahnung, warum wir hier sind. Aber... klingt natürlich nicht schlecht, irgendeinen Trank mitzunehmen. Wir fragen aber mal ein bisschen aus, was es hier so gibt. Habt ihr irgendetwas, das mir bei meinem Kampf gegen Zordit helfen könnte? Zordit? Wer ist Zordit? Na, der Typ, der in dem Turm am Vulkan haust. Euer Nachbar sozusagen. Welcher Vulkan? Bist du blind? Vergiss die Frage. Du
solltest dich jetzt besser verdrücken, Kleiner. Die drei Gewitterhexen sind momentan sehr beschäftigt. Man kann ja mal fragen, ob sie blind ist. Okay, wir sprechen aber nochmal mit denen, denn wir wollen natürlich was. Wie kommt der Zaubertrank voran? Nicht sehr gut, fürchte ich. Unsere Gebrechen sind leider etwas hinderlich. Kann ich euch helfen? Nicht, solange du nicht Hexen oder Wunder vollbringen kannst. Adventure-Regel Nummer 287 sagt, wann immer du auf Hexen triffst, solltest du versuchen, einen magischen Trank von ihnen zu bekommen. Gut, wir wissen also, was wir tun müssen. Wir müssen irgendwie an einen Trank der Gewitterhexen gelangen. Leider, ja, sind die Gebrechen der jungen Damen etwas hinderlich dabei. Das heißt, wir müssen irgendwie, ja, eine Zahnprothese besorgen, eine Gehörhilfe. Hallo Katzi! Na, nicht zu den Würmern. Hey Katzi, warte mal. Oh, da haut sie ab. Ja, und eine, was ist das jetzt? Achso, und eine Sehhilfe natürlich. Ja, die Katze, die hat halt ein feines Gespür für Leute und weiß, dass wir, ja, wahrscheinlicherweise nicht gerade die netteste Person sind. Also Simon, vor dem würde ich, glaube ich, auch abhauen, wenn ich Katze wäre. So, und an der Stelle mache ich aber mal eine kurze Aufnahmepause. Wir sehen uns gleich wieder.